Hallo, ich möchte nun heute mit der MAC Eyeshadow Finish Reihe anfangen. Ich bitte euch um Geduld für die anderen Finishes, die ihr vielleicht schon aus dem bestehenden Sortiment kennt. Heute fange ich mit dem Starflash Finish an, denn das ist vergangenen Freitag erschienen in einer zunächst limitierten Kollektion, wie bereits vergangenes Jahr. Da gab es die Starflash Lidschatten bereits auch einmal. Kurzzeitig, eben ich glaube für 2 Monate. Man munkelt aber, dass es diesmal auf Dauer bleiben soll und die Matte Square Lidschatten ersetzt werden. Also Matte Square ist auch eines der Finishes bei MAC. Jeder Lidschatten wird einem gewissen Finish untergeordnet. Ich denke, es ist einerseits vielleicht die Formulierung, die MAC kontinuierlich für die jeweiligen Art von Lidschatten verwendet. Andererseits natürlich gibt es klar und eindeutig, Matte ist einfach matt. Da gibt es natürlich wenig Spielraum. Aber MAC kategorisiert das relativ vorbildlich, wie ich finde. Auf dem Markt, denke ich, ist es doch mit so das größte Sortiment an unterschiedlichen Lidschatten, die da auch eben so benannt wurden. Das Starflash Finish ist jetzt in dem Sinne nichts wirklich Revolutionäres, das kann man nicht sagen. Aber es ist schon vielleicht ein bisschen anders als die bestehenden Lidschatten. Ich persönlich würde sagen, es ist eine Mischung zwischen Satin und Frost Lidschatten, falls das etwas jemandem sagt. Auf die anderen Finishes werde ich dann aber irgendwann in Zukunft noch einmal eingehen. Die Kollektion ist am Freitag erschienen, ist jetzt an den Countern in den Shops erhältlich, auch bei douglas.de. Ich verlinke das mal in der Seite. Dort sind aber allerdings schon einige Nuancen ausverkauft. Es ist aber wohl so, dass MAC durchaus nachliefert zu douglas.de. Warum, weiß ich nicht genau. In den letzten Kollektionen ist es tatsächlich passiert, dass einige Produkte dann noch einmal später dazu kamen, wieder neu aufgestockt wurden. Im Moment sind sie eben als Kollektion erhältlich, das heißt ausschließlich im Pod. Dazu gibt es die Basisinfos hier in dem Video. Sollten sie tatsächlich ins feste Sortiment aufgenommen werden, dann wird sie vielleicht dann eben auch als Refills für die Paletten geben. So kosten sie allerdings 16,50 Euro. Dies hier ist Smoke and Diamonds, ein Lidschatten, der bereits letztes Jahr erhältlich war. Allerdings ist er jetzt wiedergekommen. Ich finde, das ist wirklich, wenn man es so bezeichnen kann, als Must-Have, denn es ist wirklich eine ganz, ganz tolle universelle Farbe. Habe in dieser Textur auch extrem gelungen. Ich habe mir heute allerdings noch den Strike a Pose gekauft, also so einen dunklen Tealton, Petrol. Und aus dem letzten Jahr habe ich noch Top Hat, ein dunkles Violett, das gibt es dieses Jahr nicht. Hier einmal ein kurzer Überblick, das sind nämlich 12 Nuancen, die erschienen sind. Einige bereits aus dem letzten Jahr, wie gesagt, einige komplett neu. Und 4 Pearl Glide Liner, die sind auch bereits limitiert erschienen, das sind so Kajalstifte. Die kommen in dieser Kollektion mit dazu. Am Ende des Videos mache ich ein Close-up auf die, dann könnt ihr euch so ein bisschen anschauen, wie das denn auf der Haut so wirkt. Außerdem habe ich ein kleines Demo vorbereitet, wie sie mit verschiedenen Pinseln so decken auf der Haut. Also nach meinem Gerede hier wird es dann damit weitergehen. Also im Groben sei gesagt, diese Textur ist von ihrer Konsistenz, wie sie sich anfühlt, wenn man da drüber streicht, sehr, sehr fluffig und seidig. Wenn ich das jetzt so mache, es fühlt sich schon fast cremig an auf der Haut. Ich vermute, dass die einzelnen Pigmentpartikel mit irgendeiner Substanz umhüllt wurden, sodass sie einerseits dann auf der Haut viel besser rutschen, sich schön verteilen lassen, andererseits natürlich dem einen gewissen Glanz verleihen. Wer die Urban Decay Deluxe Eyeshadows kennt, dem könnte dieses Finish ein wenig bekannt vorkommen. Das ist ziemlich ähnlich. Es ist wirklich tatsächlich ein wenig fluffig, bauschig, ein bisschen wie Plüsch, könnte man sagen. Das Aussehen auf dem Lid, ich habe hier einen Look damit geschminkt, bis auf den schimmernden Highlighter innen. Das ist einer, den ich bereits hatte. Alles andere sind die Starflash Eyeshadows. Hier ist Smoke and Diamond, Strike a Pose. Und mit dem Top Hat habe ich halt noch so eine Banane gezogen. Ich denke, so könnt ihr ein wenig erkennen, wie das Finish so ist. Ich meine, einerseits deckt es, das denke ich ist erkennbar. Es ist nicht wirklich frostig, es ist nicht metallisch, aber es reflektiert schon das Licht. Ich finde, es ist relativ geradlinig, sodass eine gleichmäßige Reflexion von diesen Lidschatten ausgeht. Nicht ganz matt, aber auch nicht ganz frostig. Also wie gesagt, so ein Zwischending zwischen dem Satin und dem Frost.
Das wäre es so, falls euch das hilft. Die Deckkraft kann man sehr gut variieren, denn durch diese Textur wird der Auftrag immer gleichmäßig, finde ich. Also egal, ob man ihn ganz dünn aufträgt oder eben ganz dick, das klappt wunderbar. Also ich denke, für die Anwendung kann da man so gesehen nur volle Punktzahl geben. Das funktioniert wirklich ganz toll. Ich denke, gerade für einerseits vielleicht Einsteiger oder für diejenigen, die sich im Alltag gern schminken, ist gerade vielleicht so ein Ton wie der Smoke and Diamonds wirklich perfekt. Es geht fast wie von allein. Ich denke, da ist man sehr zufrieden. Ein Manko, das diese Textur mit sich bringt, ist, finde ich, dass präziser Auftrag fast nicht unmöglich ist. Die verschmelzen, egal mit welchem Pinsel man sie aufträgt, wirklich ineinander. Wie gesagt, der Lilane ist auf dem Petrol drauf und sie verschmelzen sofort zu einer eigenen Farbe, sodass dieses präzise Absetzen eigentlich nicht möglich ist. Dennoch finde ich, ist es schon eine sehr, sehr coole Textur. Wirklich fühlt sich ganz toll an. Ich habe hier noch mir eine kleine Chart gemacht. Die werde ich auch in den Blog einstellen, ebenso wie die Fotos davon. Also schaut sie euch an, wenn sie euch interessieren. Ich denke, es sind ein paar sehr nette Farben dabei. Ein Must-Have ist diese Textur, also nicht unbedingt. Ich finde, solche Highlighter-Töne müssen nicht unbedingt von der Textur sein. Allerdings sind die Farben wie diese grünen hier schon relativ einmalig. Und wenn sie einem gefällt, dann ist man mit dem Starflash-Finish durchaus dann auch eben glücklich mit dieser Farbe. Andere Farben, wie eben solche Basics, die Browns, ist wie gesagt für den Alltag super easy aufzutragen mit schönen Resultaten. Hat man aber bereits solch eine Farbe, ist es nicht nötig, unbedingt durch Starflash zu ersetzen. Wie gesagt, ich finde schon, dass Smoke and Diamonds wirklich mit ein Must-Have ist. Es ist wirklich eine besondere Farbe, die sehr vielen Typen steht. Das wäre so meine persönliche Empfehlung aus der Kollektion, wenn ihr sie noch bekommen könnt. Und müsste ich jetzt nun eine Note abgeben, wie bei Smug Tested, würde ich dem Finish 4 von 5 Punkten geben. Und einfach, weil ich schon eher dieses präzise, kräftige lieber mag. Aber das Handling ist wirklich hervorragend. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran für die Close-Ups und für das Beispiel, wie man es aufträgt, wie es dann aussieht. Und vielen Dank fürs Einschalten. Die Haut am Unterarm ähnelt ein klein wenig den auf dem Lid. Sie ist viel glatter als hier auf meinem Handrücken, wo ich die Swatches jetzt habe. Daher demonstriere ich euch mal auf der Base, wie sich anhand des Strike Pose als Beispiel für die Starflash-Lidschatten diese eben auf der Base mit verschiedenen Auftragetechniken so benehmen, wie so der Deckungsgrad ist. Wie gesagt, hier nehme ich Strike Pose aus der jetzigen Kollektion. Erst einmal mit so einem Pinsel, einem ganz normalen flachen, mit dem kann ich das eben einarbeiten. So. Und zack. Das ist so ungefähr die Pigmentierung. Ich werde gleich nochmal in den Makromodus wechseln, dass ihr das seht. So, nun nehme ich noch ein klein wenig auf und versuche das mal ein bisschen mehr ausgeblendet aufzutragen, sodass ihr seht, wie es eben als schiere Version auf eurem Lid sich so machen kann. So ist es auf jeden Fall viel transparenter und trotzdem bleibt der Glanz erhalten. Und nun nehme ich noch, weil ich den gerade zur Hand hatte, den Ebeline Pinsel und zeige mal, wie das mit Blend Brush so funktioniert. Ihr seht, es wird total schier, aber trotzdem hat einen netten Effekt. Man kann es also beliebig auftragen. So, zu guter Letzt nehme ich den gleichen Pinsel nochmal und benetze nur die Kante und nehme es für einen Strich her. Ich wechsle mal kurz. So, jetzt einmal mit Makro. Leider kann ich das nicht mitten im Film machen. Das wären so die Möglichkeiten. Also ihr seht, das ist richtig schön deckend, wobei auch nicht komplett. Also ich würde es auf ja, so 95% schätzen. Hier sehr schier ausgeblendet. Hier ganz normal aufgetragen mit recht viel Produkt. Ich denke, das ist so das Gängigste, beziehungsweise das hier, die recht ausgeblendete Version. Das sind die Intensitäten, die damit machbar sind. So, hier dann einmal die
Love the Look Starflash Eyeshadows insgesamt. Vielleicht ist es interessant, ich zeige nur nebenbei mal einmal kurz die Pearl Glide Liner, die mit der Kollektion daherkommen. Sie haben wirklich wunderbaren Schimmer, sehr intensiv und leuchtend, sind extrem cremig. Ich habe selber keinen, die habe ich mir wirklich am Counter jetzt aufgetragen. Man sagte mir, sie würden in der Wasserlinie halten, wobei bei dieser Cremigkeit bin ich ein bisschen skeptisch. Ich werde es mal testen, vielleicht mal irgendwann mal dazu was bewerten. So, das sind die Lidschatten und ich schwenke sie mal für euch, so dass ihr aus verschiedenen Blickwinkeln ungefähr diesen Schein erkennen könnt. Ich weiß die Namen leider nicht auswendig, ich werde sie euch in der richtigen Reihenfolge mal posten, beziehungsweise im Blog die Fotos beschriften. So, einmal hier. Also dadurch, dass die Haut auf meinem Handrücken natürlich viel gröber ist als auf dem Lid, wirkt das vielleicht ein bisschen diffuser, als es tatsächlich ist. Ich denke, dass es wirklich ein sehr gleichmäßiger Pearl ist, nur eine sehr geradlinige Reflexion des Lichts und wirklich ein sehr schönes Basic, wie ich finde. Das sind sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut.